Auf der Insel Lesbos im Ägäischen Meer gibt es das größte Flüchtlingslager auf europäischem Boden. Das ist das Lager von Moria. Dort sind über 24.000 Menschen aus Syrien, Afghanistan, Irak, Jemen, Südsudan hinter Stacheldraht festgehalten. Seit mehr als 3 oder 4 Jahren. Ihr Asylgesuch wird nicht geprüft. Die Südgrenzen Europas sind geschlossen. Diese Menschen leben in fürchterlichen, total unmenschlichen Verhältnissen, eine hygienische, unmenschliche Verhältnisse, eine Toilette für über 100 Personen, häufig verstopft, verdreckt, ein fürchterlicher Geruch über dem ganzen Lager. Die Nahrung ist ungenügend und häufig ungenießbar. Es gibt einen Wasserhahn für etwa 9000 Menschen, und was das Schlimmste ist, was ich gesehen habe, was mich am meisten erschüttert hat, das waren die Suizidversuche, die Selbstverstümmelungen der Kinder von 8, meist unbegleitete Flüchtlingskinder von 8, 10, 15 Jahren. Jetzt kommt der Coronavirus, diese fürchterliche Gefahr. Diese Gefahr sind die gepeinigten Menschen total schutzlos ausgeliefert. Eine soziale Distanz kann es nicht geben in einem total überfüllten Flüchtlingslager, wo 24.000 Menschen zusammengepfercht leben, in einer Kaserne, die für 2.800 Soldaten gemacht worden ist, wo die Nahrung, die Unterernährung, die Immunkräfte schwächt und wo es keine irgendwelche Möglichkeit gibt, sich die Hände zu waschen regelmäßig. Diese Lager müssen sofort ersatzlos aufgelöst werden, die Menschen auf den Kontinent transferiert werden und so die Schutzmaßnahmen gegen die Seuche angewendet werden. Fürchterlich ist, dass die Europäische Union, die diese Lager eingerichtet hat, um die Flüchtlinge von der Weiterreise auf den Kontinent abzuhalten, abzuschrecken, auch aus ihren zerstörten Ländern zu fliehen, dass die Europäische Union damit das Asylrecht, ein universelles Menschenrecht, liquidiert, praktisch liquidiert. Das ist eine Politik, die Abschreckungspolitik, die in Moria von der Europäischen Union produziert wird. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und zerstört gleichzeitig das moralische Fundament der Europäischen Union. Deutschland ist die weitaus mächtigste Wirtschafts- und Finanzmacht auf diesem Kontinent. Es ist eine lebendige Demokratie. Eine lebendige Demokratie. In der Demokratie gibt es keine Ohnmacht der Bürger. Wir müssen aufstehen, um unsere Regierung, um die deutsche Regierung zu zwingen, in Brüssel das Ende dieser Abschreckungsstrategie durchzusetzen, das Asylrecht wiederherzustellen und die fürchterlichen, unmenschlichen Lager in der Ägäis ersatzlos und sofort zu evakuieren. Das können wir. Alles, was es braucht, ist es die Mobilisation der öffentlichen Meinung in den demokratischen Ländern.